So, 1-1. Ich bin jetzt hier im Ferienlager. Michael Kalinin. Darüber hatte ich in den Liebesbriefen meines Vaters gelesen. Hier war meine Mutter hereingeschneit. Aber jetzt schien gar nichts mehr an jene Zeit zu erinnern. Was würde ich darum geben, die beiden einmal zusammenzusehen? Ein einziges Mal. So wie früher. Fahrwasser und... Was ist denn jetzt los? Ich habe keine Ahnung. Alexander! Genossin? Genossin? Komm doch mal gucken. Jetzt mach's auf. Hier nicht so rum. Was passiert? Sicher nicht. Schön liegen bleiben, ja? Mit einer Hörnerschütterung ist nicht zu Spaß. Wo bleibst du denn? Komm, ja, darf ich mal. Moment, Moment, Moment. Was ist denn passiert? Ich bin Dr. Dabakor. Das ist die neue FDJ-Sekretärin. FDJ-Sekretärin in so einem Klamotten? Anita, das ist jetzt nicht so, wie du denkst. Gib dir das doch mal an, das Niki, die Jeansjacke, die Tasche, die Schuhe, ich meine. Wir haben ja ein paar Kinder mit Bestverwandtschaft, aber so eine Schuhe hat von denen noch keiner. Das ist streng geheim. Was ich jetzt schon hier mache, ist mir selber schleierhaft. Wer denn? Morgen kommen. Das ist die Nichte vom Erich Honecker, die heißt Genossin Holzapfel. Nein. Und, was ist? Puls zu hoch, Blutdruck zu hoch. Wahrscheinlich ein Sonnenstich. Scheiße. Können Sie mir sagen, wo ich hier bin? Genossin Holzapfel. Geht's denn wieder? Holzapfel? Erschreckt er nicht, das ist die Nichte von Erich Honecker. Wir müssen sofort das Regierungskrankenhaus informieren. Nee, lassen Sie mal. Ganz langsam. Das geht schon wieder. Ich fühle mich nur so ein bisschen... fremd. Das ist ganz normal. Wo bin ich denn hier reingeraten? Hallo? Was wollen die denn von mir? Genossin Holzapfel, herzlich willkommen bei uns im Bantico. Wir freuen uns, solch eine FDJ-Sekretärin bei uns begrüßen zu dürfen. Also ich bin mir ganz sicher, dass sich die FDJ-Arbeit unter Ihrer Leitung in unserem Lager noch weiter vervielfachen tut. Ich bin Genossin Hartung aus der Ernst-Zehmann-Oberschule in Berlin. Ich leite das Lager für Arbeit und Erholung, um unsere Partner der LPG Frohe Zukunft zu unterstützen. Also ich glaube, wir alle sind sehr stolz. Ich meine, das ist ja quasi Staatsbesuch. Was ist denn heute für ein Datum? Heute ist der 21. Juni. 1974? Das ist korrekt. Oh nee, ich muss zurück. Aber... Ich muss zurück, wo ist denn mein Auto? So war das alles gar nicht gemeint. Ja, das ist eine Holzapfel. Nun, beruhigen Sie sich bitte. Also wir werden alles dafür tun, dass Sie sich wirklich wohlfühlen bei uns. Ich würde vorschlagen, Sie gehen am besten erstmal runter ans Wasser, ja? Bis Sie die Seele baumeln lassen, muss ja auch mal sein. Ne? Oder? Nee, das Wasser ist, Entschuldigung, Wasser ist da. Ja. Also Kinder, was gibt's denn da zu glotzen? Los, nicht Maul auf den Pfeil halten. Zurück zu den Aktivitätsschutzpunkten, bitte. Ich hab das auch nicht gewusst. Ich hab kein Mensch mal gesagt. Ich hab ja nicht vorbereitet.